bleibe aber höchstens eine Stunde. Ach, solange Essen und Getränke frei sind. Sind zu Hause doch auch. Vielleicht sollten wir Haushaltsgeld einführen, damit das Hotel Mama nicht schließen muss. Das ist er. Noch ganz warm. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir eigentlich aus so etwas nichts mache. Ein Metallstück, mehr nicht. Naja, ganz schön anzusehen, das schon. Aber es ist nicht der Orden, der zählt. Es ist die Idee dahinter. Als ich als junger Polizist nach Venedig gekommen bin, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, eines Tages vor Ihnen zu stehen. Aber ich habe Menschen, die an mich geglaubt haben, und ich hatte den Traum, dass es Venedig eines Tages besser gehen wird. Bravo! Darum erhebe ich nun mein Glas auf den Wunsch in uns allen, nicht zu ruhen, sondern das zu verbessern, was wir vorfinden. Sie sind Venedig, die Zukunft. Ab heute kann sich jeder Ganove in Venedig geehrt fühlen, von dir verhaftet zu werden. Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen zu dem, was Giuseppe gesagt hat. Vielleicht nur dies. Venedig war schon immer ein Ort des Rechts. Das war im Mittelalter so und das ist es auch heute. Leichenfrau. Würden sich alle an Giuseppes Pflichtbewusstsein und Ehrgefühl ein Beispiel nehmen, dann würde es diesem Land heute besser gehen. Dann fangen Sie doch mal damit an, vielleicht. Hm? Das ist so verlogen, alles, was Sie erzählen. Sie haben doch einen Haufen Gerichtsverfahren am Hals wegen Korruption und Steuerhinterziehung, Bilanzfälschung. Kann man denn auf die Idee kommen, eine Rede auf den Polizeipräsidenten zu halten? Das wird wohl nie aufhören, Kommissario, dass wir uns Sorgen um unsere Kinder machen müssen. Ich mache mir keine Sorgen. So aufgegrün. Das sieht anders aus. Vielleicht war er krank. Kommen Sie mal. Wer ist der Sticher? Ja, ich meine, so ist er nicht auf der Straße rumgelaufen. Das muss irgendwo anders passiert sein, bei ihm zu Hause, oder? Die Strömung. Vielleicht ist er ganz woanders ins Wasser gefallen. Geben Sie Alvise Bescheid, er soll sich umhören. Hey, Alvise. Zu viel vom Kommissario. Hör dich mal mit den Leuten um. Vielleicht hat jemand was mitgekriegt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so blamiert worden. Ich weiß ja, dass Sie eine Schwäche für antiautoritäre Erziehung haben, aber was sich Ihre Tochter da erlaubt hat, ist an Unverschämtheit nicht zu überbieten. Chiara? Sie übernachtet bei Freunden, vorsichtshalber. Du wolltest, dass sie mitkommt. Alle sind mit Familie gekommen. Du kennst doch Chiara und ihr Temperament. Ich konnte nicht ahnen, dass Rivera die
Laudatio hält. Hallo, das ist die Mailbox. Na, wo steckst du denn? Ich würde gerne mit dir über heute Nachmittag reden. Er hat 3 Stiche in den Rücken bekommen mit einer schmalen Klinge. Keine 2 Zentimeter. Scharf nur auf der einen Seite. Er ist also an den Stichen gestorben. Nein, nein, hat er Wasser in der Lunge. Das heißt? Er hat noch gelebt, als er ins Wasser gefallen ist. Aber es muss unmittelbar nach der Tat gewesen sein. Der Täter hat eine Hauptschlagader getroffen. Er wusste ganz genau, was er tat. Oder hat er einfach Glück? Also, ob ich dazu Glück sagen will. Was meinst du mit unmittelbar? Nicht mehr als 20 oder 30 Sekunden. Was ist das da? Es sind winzige Verbrennungen. Vom Abstand her könnten das Kontaktmale von einem Elektroschocker sein. Bloß eine Vermutung. Die Wunden sind schon so gut verheilt, die sind älter als eine Woche. Also mit seinem Tod hat es nichts zu tun? Nein. Und die Beulen? Das ist das Madelung-Syndrom. Eine Fettverteilungsstörung. Das Fettgewebe sammelt sich und fängt an zu wuchern. Unkontrolliert. Vor allem an Nacken und Kinn. Bei dem geht's ja noch. Es gibt viel schlimmere Fälle. Hier. Er hat sich noch operieren lassen, aber am Ende hilft das alles nichts. Es kommt immer wieder. Irgendwann sehen sie alle aus wie Fässer. Das muss furchtbar sein. Und man kann nichts dagegen machen. Also, nach dem Messerstichen hat er noch 20 bis 30 Sekunden gelebt, bevor er im Kanal ertrank. Das heißt, der Tatort muss direkt am Kanal liegen. Oder er ist aus dem Boot ins Wasser gefallen. Avianello, Bademantel nachts auf dem Boot. Wo? Oder man hat ihn von einem Balkon in den Kanal geworfen. Oder aus einer Parterre-Wohnung, die einen Zugang zum Kanal hat. Eine Wassertür. Vielleicht hat er auch versucht, noch zu fliehen. Auf jeden Fall müssen wir alle heute den Zugang zum Kanal haben, gründlich überprüfen. Kommissario, unser neuer Kollege, Buccetti, er wird Sie die nächste Zeit fahren. Kommissario? Willkommen. Wenn Sie Hilfe brauchen oder ich irgendetwas für Sie tun kann, ich würde Sie gerne unterstützen. Wie lange sind Sie schon dabei? 1 Jahr und 2 Monate. Rio del Trapolo. Avanti. Sie kommen leider zu spät. Wieso? Er ist weg. Wer? Der Hund. Was? Dieser Kleffköter, dieser Verrückte. Sie sind doch wegen dem Hund hier, oder? Was für ein Hund? Der hat sich nicht von der Stelle gerührt. Hat die ganze Nacht an der Treppe gesessen, da, wo Sie den Toten gefunden haben. Die ganze Nacht hat er durchgebellt. Wir haben alle kein Auge zugemacht. Hab ich recht? Haben Sie eine Ahnung, wo er jetzt ist? Vom Tierheim waren welche hier und haben ihn eingefangen. Danke. Da ist der Gute. Weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Er nimmt kein Fressen an. Glauben Sie wirklich, dass wir mit dem Hund die Wohnung finden? Von Fundort bis San Marco sind es Dutzende. Wir werden sehen. Stopp, 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 stopp. So, besorgen Sie eine Leine. Holen Sie was zu fressen. Na, hier.
Das ist der Kommissario. Guten Tag. Er ist vor einem Jahr hierher gezogen. Ich habe offen gestanden noch nie so einen ruhigen Mieter gehabt. Und zahlt pünktlich Miete. Ist Signor Nava etwas passiert? Darüber können wir im Augenblick nichts sagen. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir hier fertig sind. Ja. Ich rufe die Spurensicherung. Na? In der Werbung mögen das alle Hunde. Wieso denn du nicht? Andrea, sind Sie da? Rufen Sie zurück, es ist wichtig. Jemand hat sich Zutritt zu den Betriebsräumen verschafft. Mit Ihrer Schlüsselkarte. Melden Sie sich bitte, damit wir das klären können. Der Einzige noch? Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass er ein Professor war. Seine Stromrechnung. Professor für was? Keine Ahnung. Rufen Sie Lettre an. Sie wird es schon rausfinden. Mach ich. Hallo? Wir haben einen Gast. Er ist ein wichtiger Zeuge. Ein Mordfall. Wenn du meinst, dass der Richter seine Aussage gelten lässt? Gibst du dir was zu trinken? Hm? Ist sie da? Ja, aber sie will nicht darüber reden. Nico? Nico? Ja? Ich wollte nicht mitkommen. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Was willst du hören? Entschuldigung? Ich wollte nur sagen. Merkst du nicht, wie absurd das ist? Ein Industrieller, von dem jeder weiß, dass er Kontakte zum organisierten Verbrechen hat, der gratuliert dem Vizequästore zum Verdienstorden der italienischen Republik. Ja, da muss man doch aufschreien, wenn man noch halbwegs klar in der Birne ist. Ich wollte nur sagen, dass man manchmal im Stillen... Still war es doch aber lange genug. Wie still soll es noch werden? Ich wollte dir nur sagen, dass man manchmal im Stillen nichts verändern kann. Da muss man den Mut haben und laut auf den Tisch schlagen, auch wenn es anderen nicht passt. Da. Aurino hat dir was bringen lassen. Ein großer brauner Umschlag. Du wüsstest schon wofür. Ich hab's ins Wohnzimmer gelegt. Danke. Ciao. Ciao. Oh nein. Schluss, Schluss, Schluss. Aus, 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 aus. Komm her. Ich komm her. Komm, komm rein. Komm. Komm. Ja, hältst du mal kurz. Nichts macht. Ich komme jetzt vorbei. Ruf mich bitte an. Schau mal, was der Onkel da Gutes für dich hat. Ja, gut ist das. Probier doch mal. Schmeckt doch. Ja, gut. Lauscht es Ihnen auch gut? War es ja nicht ein bisschen zu groß? Selbst wenn er mir passen würde. Ich finde Nadelstreifen eigentlich nicht so schön.
Wozu braucht er den denn? Für eine neue Ordensverleihung? Nein, er bekommt heute noch Besuch von einem Journalisten. Der will ein Porträt über ihn schreiben. Ich bräuchte auch eine Auskunft über unseren Toten. Ist das nicht ein bisschen früh, Kommissario? Dafür, dass Vianello mich erst gestern Abend angerufen hat und so spät. Eigentlich schon. Gut. Was wollen Sie zuerst wissen? Wofür er seine Professur hat. Hat Tee. Er war bis vor 4 Jahren Professor an der Veterinärmedizinischen Hochschule in Verona und hatte dort einen Lehrstuhl für Tierschutz und Tierethologie. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben und ist Autor vieler Publikationen wie Bolzenschuss bei Rindern, der Tierschutz beim Transport von Schweinen, so etwas. Wenn er so erfolgreich war, warum ist er da weggegangen? Ich vermute wegen seiner Krankheit. Die ist vor 4 Jahren ausgebrochen. Ist er nach Venedig gezogen? Mhm. Und er arbeitet jetzt seit 5 Monaten im Schlachthof von Mestre. Als was? Das weiß ich noch nicht. Verdient man da so viel mehr? Ich vermute. Guten Morgen, Vizequästore. Guten Morgen. Signorina Elettra, haben Sie meinen Anzug? Er hängt in Ihrem Büro, Vizequästore. Und Sie, Kommissario, was ist mit dem Toten, den Sie in Dorsoduro gefunden haben? Ja, wir wissen zunächst schon mal seinen Namen und wo er gearbeitet hat. Im Schlachthof in Mestre. Ich werde mich mit den Leuten dort in Verbindung setzen. Mestre liegt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches. Klären Sie das mit den Carabinieri. Und legen Sie Signorina Elettra den Bericht hin. Ihnen auf den Schreibtisch. So macht man Karriere. Demnächst machen Sie die Recherchen für mich. Sie zu ersetzen, da bräuchte es 2, aber sag ich, 4 von mir. Papiere, bitte. Guten Morgen. Das ist Kommissario Brunetti. Mein Name ist Vianello. Wir haben einen Termin bei Signor Papetti. Okay, Kommissario Brunetti, er ist angemeldet. Guten Tag, Kommissario. Brunetti, mein Kollege Sergente Virello. Ich bin die Assistenz der Geschäftsführung. Wir haben miteinander telefoniert. Ich bringe Sie zu Signor Papetti. Kommen Sie bitte. Vorsicht, hier ist es sehr rutschig. Julia, eine Sekunde. Meine Herren, entschuldigen Sie, ich hatte noch eine Besprechung. Ich bin der Geschäftsführer Lino Papetti. Lassen Sie uns doch in mein Büro gehen. Wir bekommen nicht gerade oft Besuch von der Polizei. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, es geht um Ihren Mitarbeiter Andrea Nava. Ah ja, was ist mit ihm? Was arbeitet Signor Nava hier bei Ihnen? Er ist einer unserer Veterinäre. Ist das eine gehobene Stellung? Er überprüft die Tiere, die angeliefert werden, auf ihre Gesundheit. Wieso fragen Sie? Vorsicht, hier ist der Boden um ihn. Ist das normal, dass man dafür einen Professor einstellt? Nava, der ist kein Professor. Ja, hier in Venedig nicht, aber an der Tierärztlichen Fakultät in Verona. Wusstest du das? Lesen Sie die Lebensläufe Ihrer Bewerber nicht, bevor Sie sie einstellen? Sicherlich, aber da stand nichts von einer Professur. Was ist denn überhaupt passiert? Warum wollen Sie das alles wissen? Er ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Oh mein Gott.
Das ist ja furchtbar. Wenn Sie sich vorstellen, wie er ihm das angetan haben könnte, hat er hier Feinde im Betrieb? Nein, er war ein sehr umgänglicher und zuverlässiger Mitarbeiter. Jemand hat zu Hause bei ihm auf den Anrufbeantworter gesprochen. Waren Sie das? Ja. Es ging um eine Schlüsselkarte. Ja, irgend so ein Idiot hat sich Zutritt auf das Gelände verschafft. Und als wir ihn aufgegriffen haben, da haben wir festgestellt, dass er Navas Schlüsselkarte hatte. Wissen Sie seinen Namen? Leider nicht. Als wir Ihre Kollegen verständigen wollten, da hat er sich losgerissen und ist davongerannt. Wissen Sie, wer er war? Keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass er ein Aktivist war, der Tiere befreien wollte. Und Nava? Was hat er dazu gesagt? Julia, du hast mit ihm gesprochen. Er wusste offensichtlich, wer ihm die Karte weggenommen hat. Er hat mich darum gebeten, vorerst auf eine Anzeige zu verzichten. Warum? Er wollte das selber klären. Bitte. Setzen Sie sich doch. Glauben Sie, dass dieser Mann etwas mit seinem Tod zu tun hat? Ach, dazu können wir leider noch nichts sagen. Haben Sie nach diesem Vorfall den Einlasscode geändert? Nein, er hat die Karte nicht mitgenommen. Wer? Nava? Nein, der junge Mann. Sie haben sie ihm abgenommen? Natürlich. Wir können ja nicht zulassen, dass hier jeder rein und raus spaziert, wie es ihm passt. Allein schon wegen der Hygienevorschriften. Können wir die Karte haben? Stopp! Fingerabdrücke. Wir möchten noch sehen, wo Nava gearbeitet hat. Das möchten Sie bestimmt nicht. Wie bitte? Sie wollen garantiert nicht sehen, was wir hier machen. Oh, doch, doch, das wollen wir. Eine Frage habe ich noch. Verwenden Sie hier Elektroschocker? Nein, das ist gegen die Tierschutzverordnung. Kommen Sie. Nava, ihr sortiert die kranken Tiere aus. Es werden mit rotem Spray gekennzeichnet. Was passiert da mit denen? Die kommen zurück zu den Bauern. Da hinten werden die Rinder verarbeitet. Wollen Sie das auch noch sehen? Gut, dann war's das jetzt, ja? Kommen Sie. Können Sie die Fingerabdrücke untersuchen lassen? Muss aber schnell gehen. Sie, Kommissario, natürlich. Danke. Kommissario, ich wette, der wartet im Labor, bis die damit fertig sind. Ich will in der nächsten Stunde nicht gestört werden. Nein, danke. Wo wollen wir anfangen? Mit meiner Kindheit? Sie müssen wissen, dass das hier alles nicht selbstverständlich für mich war. Ich komme eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen. Sie gestatten, dass ich aufnehme? Es ist nur zu meiner Erinnerung. So. Als erstes würde mich interessieren, wer die junge Frau auf ihrem Fest war. Welche junge Frau? Na, die der Rivera so angegriffen hat. Das war, glaube ich, die Tochter eines unserer Beamten. Ich weiß jetzt nicht mal ihren Namen auf die Schnelle. Und was sagen Sie dazu? Wozu? Zu dem, was sie gesagt hat, dass es doch höchst unpassend ist, dass Mauricio de Rivera eine Rede auf den Polizeipräsidenten hält, angesichts der Strafverfahren gegen ihn? Keines davon ist rechtskräftig. Macht das einen Unterschied? Also, ich vertraue da voll und ganz der Justiz. Aber Signore de Rivera sitzt im Stadtrat. Er ist Präsident des Arbeitgeberverbandes. Und trotz aller Schwierigkeiten, die er momentan hat, besteht absolut kein Zweifel, dass er ein durch und durch ehrenwerter Bürger dieser Stadt ist. Wer ist eigentlich für die Feier aufgekommen? Sie...
Na, ging das auf Staatskosten oder hat Ihr Freund Signor de Rivera das alles bezahlt? Nein, natürlich nicht. Also hat die Stadt den Palazzo gemietet? Nein, das war ich. Oh, na dann. Dann müssen sich die Bürger von Venedig ja um das Gehalt eines Vizequästore keine Sorgen machen. Danke für das Gespräch. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen zu Ihrer Verfügung, ich meine zu Ihrer Zufriedenheit beantworten. Sonst melden Sie sich einfach. Meine Sekretärin wird Ihnen bei allem weiterhelfen. Vizequästore, Signorina. Auf Wiedersehen. Ich brauche ein Glas Wasser. Und sagen Sie alle weiteren Termine ab. Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch, doch. Alles wunderbar. Ein seltsames Herrchen, ne? Tierfreund, der im Schlachthof arbeitet. Ja. Du bist schon da? Ja. Tja. Ich habe uns ein feines Filet vom Kalb mitgebracht. Für ein Carpaccio. Carpaccio. Kalb. Sag mal, wollen wir nicht mal was anderes essen? Wie, was anderes? Tomaten. Tomaten? Ja, Tomaten. Signore Rivera erwartet Sie jetzt. Bitte sehr. Signor Pater. Ah, Giuseppe. Hallo, Maurizio. Komm, setz dich zu mir. Ich suche ein Taufgeschenk für meine Enkelin. Die alten Sachen haben oft keinen Stempel. Aber wenn man Glück hat und sich ein wenig auskennt. Du kommst wegen dem toten Tierarzt. Toter Tierarzt? Der Mann, der für uns gearbeitet hat. Dir gehört der Schlachthof in Mestre? Mir gehören alle großen Schlachthöfe, das weißt du doch. Daran habe ich nicht gedacht. Ich bin eigentlich wegen etwas anderem hier. Es ist wegen des Festes. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn ich das selber zahle. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ich denke, es ist einfach besser für uns alle. Aber das habe ich doch alles längst bezahlt. Ich weiß. Ich habe gedacht, wir schreiben die Rechnung um und ich zahle es dir zurück. Darf ich einem alten Freund keine Freude machen? Ich hatte Besuch von einem Journalisten. Er hat mir ein paar sehr unangenehme Fragen gestellt. Mhm. Für welche Zeitung schreibt er? Gazzettino. Ah. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich werde Stefano anrufen und das klären. Den Chefredakteur. Wir gehen zusammen segeln. Was meinst du? Welches soll ich nehmen? Das hier vielleicht. Gibt es denn schon Neuigkeiten? Neuigkeiten? In dem Fall. Mit dem Tierarzt. Meine Leute gehen da gerade der Spur eines Aktivisten nach, der im Schlachthof, also bei dir, eingebrochen ist. Ja, und jetzt denken Sie, dass er etwas mit seinem Tod zu tun hat? Vielleicht. Aber Sie müssen ihn erst noch finden. Wie auch immer, ich will nicht mehr von deiner kostbaren Zeit stehlen. Und wegen der anderen Sache, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Die Fingerabdrücke gehören Francesco Botta, 24, aus Kalabrien, Student. Veterinärmedizin in Verona hat aber abgebrochen. Wieso ist er im System? Er hat eine 2-jährige Bewährungsstrafe bekommen, weil er bei einer Aktion der Angelo Animale Flaschen mit Buttersäure auf einen Fischtrawler geworfen hat.
Außerdem hat ihn einer der Fischer wegen Körperverletzung angezeigt. Angelo Animale, die Tierschutzorganisation. Ja, sie haben gegen den Einsatz von Schleppnetzen protestiert. Dafür sollte man ihnen einen Orden verleihen. Gut gemacht, Buschetti. Schon gut. Francesco Botta? Sario. Janello! Ich hab ihn verloren. Ja, wir auch. Wo ist der Kommissario? Ja, der kommt gleich. Wir sollen schon allein zurückfahren. Hey! Signor Di Rivera? Wo ist mein Schwiegersohn? Würden Sie ihn bitte holen? Ja, natürlich. Ihre Ausrede interessieren mich nicht. Die Stückzahlen stehen hier schwarz auf weiß. Ich meine, das ist doch kein Kinderspielplatz. Wir stehen im Wettbewerb. Warum kann nicht einmal was gemacht werden, wie ich es sage? Dein Schwiegervater ist da. Ich habe nicht gewusst, dass du kommst. Hältst du dich immer noch mit dem Umbau auf? Ja. Wir müssen modernisieren. Seit 15 Jahren ist hier kein Geld mehr investiert worden. Wir brauchen keine Betäubungsanlagen. Aber die EU-Vorschriften werden immer strenger. Ein Sechstel der Rinder werden bei uns nicht vollständig betäubt, wenn wir sie schlachten. Damit kommen wir nicht länger durch, zu Recht. Wir brauchen eine 3-Elektroden-Betäubung vollautomatisch. Danach spüren die Rinder gar nichts mehr. Und für was bezahlen wir die Schlachter? Es läuft nicht mehr so wie früher. Schlag dir das aus dem Kopf. Wann sind Sie denn das letzte Mal durch den Betrieb gegangen? Oder haben mit den Leuten hier geredet? Wir müssen uns verändern. Warte bitte draußen. Ich habe dir immer gesagt, wenn ich hier anfange, mache ich es richtig. Du willst es richtig machen?
Dann mach's aber auch richtig. Kümmer dich um diesen Tieraktivisten, der hier eingebrochen ist. Dich sollte doch wohl am meisten interessieren, was er gesehen hat, oder? Francesco hat aber nichts damit zu tun. Hast du was mit Navas Tod zu tun? Was? Nein. Na dann, woher kennst du ihn? Du hast doch gesehen, wie sie die Tiere behandeln. Schlachthof, ja. Ja, wir wollten was dagegen unternehmen. Wir? Du bist bei Angelo Animale? Ja, seit 3 Jahren, Papa. Ja, ich weiß, dass du dich für den Tierschutz einsetzt, aber Angelo Animale, das sind Radikale. Genau, alles durchgeknallte Freaks, ne? Also könnt ihr schön weiter Fleisch in euch reinstopfen. Was ist denn passiert? Wir wollten auf die Zustände da aufmerksam machen. Aber es hat keinen interessiert. Da hat Francesco damit angefangen, dass wir in den Schlachthof einbrechen müssen, um das zu dokumentieren. Er kannte Nava noch von der Uni und wollte nur die Schlüsselkarte von ihm besorgen. Aber ich wollte da nicht mitmachen. Als du dann das Foto hattest von Nava, da war mir klar, dass was passiert sein muss. Und was hat Francesco erzählt? Ich konnte ja nicht mit ihm sprechen, ihr seid ja dazwischen gegangen. Ja, woher willst du denn wissen, dass er mit Navas Tod nichts zu tun hat? Weil er sowas niemals tun würde. Ich muss mit Botta reden. Wo ist er? Wenn es mit dem Schlachthof rauskommt, muss er ins Gefängnis. Er ist immer noch auf Bewährung. Botta hat als letzter mit Nava gesprochen. Ich muss mit ihm reden. Wenn er mit Navas Tod nichts zu tun hat, dann halte ich ihn da raus. Das verspreche ich dir. Mein Vater. Dein Vater? Aber er ist doch bei der Polizei. Er hat versprochen, uns zu helfen. Ich muss aber zuerst alleine mit ihm reden. Das geht nicht. Vertrau mir, Papa. Sie wissen, warum ich hier bin. Wann haben Sie Andrea Nava das letzte Mal gesehen? Er hatte mich angerufen, weil ich ihm die Karte geklaut habe. Ich wollte mich nicht verstecken, ich wollte ihm sagen, warum ich es gemacht habe. Und dann sind Sie zu ihm? Ich habe ihm das Video gezeigt. Video? Sie haben Aufnahmen gemacht? Mit dem Handy. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht glauben kann, dass er da jetzt arbeitet. Warum? Er war immer gegen Massentierschlachter. Wissen Sie, wie es dazugeht? Ja, ich war im Schlachthof. Ich habe mir das alles angesehen. Ich glaube, Sie haben es noch nicht verstanden. Was die da sonst mit den Tieren machen, zeigen die Ihnen noch nicht.
Schon wenn die Tiere ankommen, haben sie panische Angst. Sie wollen nicht vom Laster. Was, sie stechen mit Stöcken in die Augen oder in die Weichteile oder noch Schlimmeres. Sehen Sie das Kalb da? Es hat sich die Hinterbeine gebrochen. Sie haben so lange getreten und geschlagen, bis sie es in der Tötungsbox hatten. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein trächtiger Uterus. Sie werden später alles herausschneiden. Ein Kalb, wenige Wochen vor der Geburt. Was ist das da? Das ist ein Elektroschocker. Die sind doch verboten. Es ist auch verboten, die länger als 8 Stunden zu transportieren. Passiert trotzdem ständig. Können Sie mal kurz anhalten? Und was hat Herr Nava dazu gesagt? Zuerst war er sehr still, dann ist er wütend geworden. Auf Sie? Nein, er hat jemanden angerufen. Wen? Das weiß ich nicht, ich bin angegangen. Das nächste, was ich gehört habe, war, dass er tot ist. Wir haben ihn alle sehr gemocht hier. Seine Vorlesungen waren auch immer voll damals. Na was? Er hat sich wirklich eingesetzt, er hat Bücher geschrieben. Sie wollten ihn in jedem Gremium haben, aber es waren alles Alibi-Veranstaltungen. Es hat sich nichts verändert. Das hat ihn frustriert. Er hat sich krank schreiben lassen und dann war er weg. Sie wussten gar nicht, dass er in der Schlachterei arbeitet? Nein. Erst durch unsere Aktionen haben wir davon mitbekommen. Wir konnten es gar nicht glauben. Nava in der Schlachterei. Wir haben gedacht, er hat sich kaufen lassen. Nein. Ganz im Gegenteil. Danke, Papa. Was? Kollege, lass dir schmecken. Was gefilmt? Der Schlachten. Dieser Botter? Ja, ich habe die Aufnahmen gesehen. Ja, hier, Kommissario Brunetti, sagen Sie, hat Richter Danesi für uns jetzt eine Viertelstunde? Ja, wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss. Ich warte. Wissen Sie, was auf den Aufnahmen zu sehen war? Bianchi. Der Chefschlachter mit dem Elektroschocker. Die Wunden an Navas Nacken, das war Bianchi. Und Botta, war er bei Nava? Ja, aber ich glaube nicht, dass er mit seinem Tod was zu tun hat. Ja, vielen Dank. Wir kommen sofort. Kommen Sie. Ich habe Navas Lebenslauf überprüft, mit dem er sich im Schlachthof beworben hat. Er ist gefälscht. Nava hatte keine Zulassung. Er hat nie als Tierarzt gearbeitet. Kommissario? Er will Sie sprechen. Sagen Sie mir, wir kommen später. Nein, sofort. Kommissario, willkommen. Giuseppe hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mein Anwalt, Dr. Torinese. Ich möchte vorausschicken, es ist schrecklich, was mit Nava passiert ist. Sein Tod hat uns alle schockiert. Uns ist auch bewusst, dass Ihre Ermittlungen sehr umfangreich sind. Aber trotzdem, wir müssen auch über den Einbruch in den Schlachthof reden, angesichts dessen, was dabei alles hätte passieren können. Wissen Sie denn schon, wer das war? Also über laufende Ermittlungen geben wir grundsätzlich keine Auskünfte. Aber Sie haben doch die Schlüsselkarte mitgenommen. Waren da keine Fingerabdrücke drauf? Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, was Sie tun. Sie müssen nur verstehen, für uns ist es keine Petitesse.
Ich betreibe über 50 Schlachthöfe in diesem Land. Meine Mitarbeiter sind immer wieder gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. Es gibt Leute, die den Beruf des Schlachters, der weiß Gott, kein leichter ist, auf das Übelste verunglimpfen. Da werden ehrliche, hart arbeitende Menschen auf das Übelste beschimpft. Sie werden als Massenmörder bezeichnet und für vogelfrei erklärt. Und es gibt erschreckend viele Leute, die diese Ansichten insgeheim teilen. Deshalb ist es für uns so wichtig, entschieden gegen solche Personen vorzugehen. Was ist nun, Brunetti? Konnten Sie die Identität des Mannes ermitteln? Wenn nicht, geben Sie doch bitte das, was Sie hier haben, an die Kollegen vom Einbruch weiter. Wir wissen doch gar nicht, was passiert ist. Der Mann hat eine Straftat begangen. Er hat sich illegal Zutritt zum Schlachthof verschafft. Sie sind verpflichtet, das zur Anzeige zu bringen, Kommissario. Wie auch immer, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Polizei. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Arbeit machen werden. Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Was soll das denn? Es steht doch außer Frage, dass dem Einbruch im Schlachthof nachgegangen wird. Der Mann hat uns wichtige Informationen geliefert. Im Gegenzug habe ich versprochen, ihn zu schützen. Sind die verrückt geworden? Das kann, wenn überhaupt, nur die Staatsanwaltschaft entscheiden. Und auch dies verpflichtet, die Sache zunächst zur Anzeige zu bringen. Ist doch nichts passiert. Der Junge ist ein Tierschützer, wollte ein paar Aufnahmen machen. Aufnahmen machen? So. Und jetzt entscheiden Sie, welcher Straftat nachgegangen wird und welcher nicht. So. Ich will jetzt sofort den Namen des Mannes haben. Ich werde mich persönlich um die Sache kümmern. Ich habe dem Mann mein Wort gegeben. Ich werde nicht ausliefern, egal was Sie sagen. Den Namen? Sergeant? Er kann ihn nicht wissen. Ich habe allein mit ihm gesprochen. Was Sie da betreiben, ist Strafvereitelung im Amt. Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Dann will ich den Namen des Mannes. Wenn nicht, werde ich ein Disziplinarverfahren gegen Sie einleiten. Sie setzen Ihren Job aufs Spiel, Kommissario. Ist Ihnen das überhaupt klar? Pianello, ich werde allein zum Schlachthof fahren. Ich will Sie da nicht mit reinziehen. Auf keinen Fall, Kommissario. Wir haben schon ganz andere Sachen durchgestanden. Ja, was ist? Oder ich gehe zurück zu Pater und sage ihm den Namen. Guten Tag. Sind Sie angemeldet? Wir kennen uns ja. Da ist wieder dieser Kommissario Brunetti. Kommissario, hatten wir einen Termin? Nein, ich will den Chefschlachter sprechen. Da muss ich erst Signor Papetti fragen. Das ist nicht nötig, danke. LB Leonardo Bianchi? Schlüssel. Bianchi. Halt dich da raus, Schlampe. Du willst dich da raus. Los, aufspüren. Hat er ein Büro? Ja. Warum arbeitet jemand wie Sie an so einem Ort? Weil ich meine Miete zahlen muss? Das Geld für die Miete kann man auch woanders verdienen. Und wer macht den Job dann? Oder sollen wir alle über Nacht Vegetarier werden? Ich dachte, Elektroschocker seien verboten. Den Carabinieri.
Für den Carabiniere? Hat er. Verletzung im Nacken. Typisch für einen Elektroschocker. Haben Sie ihn damit angegriffen? Warum haben Sie es getan? Weil Nava nicht zugelassen hat, wie Sie und Ihre Leute die Tiere behandeln? Behandeln? Was heißt denn die behandeln? Wir sind doch nicht in der Tierklinik. Wir arbeiten in einem Schlachthof. Was glauben Sie, wie das ist, wenn ein Laster voller Rinder ankommt, die Tiere den ganzen Tag eingeschlossen waren? Da können wir nicht warten, bis die von alleine rauskommen. Und da hat natürlich keiner reinzureden. Schon keiner wie Nava. Ich weiß, was Sie mir unterschieben wollen. Sie brauchen einen, der es getan hat. Aber das können Sie vergessen, ich war es nicht. Wir wissen, dass Nava das Video gesehen hat. Was denn für ein Video? Auf dem Sie zu sehen sind, wie Sie die Tiere misshandeln. Nava hat Sie angerufen und gedroht, Sie beim Veterinäramt anzuzeigen. Sie sind zu ihm, es kam zum Streit und Sie haben zugestochen. Übung haben Sie ja. Na, aber hat er sie doch nicht mehr alle. Hat uns dauernd seine Tierschutzbestimmungen unter die Nase gerieben. Als Rivera noch seine Leute da hatte, da wäre der sofort rausgeflogen. Aber sein Schwiegersohn ist doch einfach ein Weichei. Wenn es nach ihm ginge, dann müssen wir den Viechern noch Schlaflieder singen. Bei uns wird geschlachtet. Fertig. Ich habe Nava einen mit dem Elektroschocker verpasst, ja. Er hat seine Lektion gebraucht. Aber das war eine Woche, bevor ihn einer abgestochen hat. Ich war es jedenfalls nicht. Haben Sie was? Nein. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Was werden wir Pater sagen? Weißt du eigentlich irgendwas über den Krieg in Südtirol damals, 1915 bis 18? Wir reden gerade in der Uni darüber. Bei dir klingt es, als wäre das so lange her wie der Krieg gegen Karthago. Dein Urgroßvater hat dort gekämpft, falls du das vergessen hast. Und wie lange? Die ganzen Jahre. Man hat ihn nie heimgeschickt? Die haben damals nicht mal die Verwundeten nach Hause geschickt, weil sie wussten, sie würden nicht wiederkommen. Oh. Danke fürs Essen, entschuldige, aber ich habe heute... Muss ich mir Sorgen um dich machen? Wieso? Ich habe das Gefühl, dir ist der Appetit vergangen. Liegt's an meinem Essen? Ach, Unsinn. Oder ist es, weil du im Schlachthof warst? Ach, Chiara hat dir davon erzählt. Mhm. Auch von Francesco. Du musst dich um den Jungen kümmern. Das mache ich doch schon. Du bist mein Ritter in strahlender Rüstung. Ja, bald vielleicht ohne Pferd. Hm. Du gefällst mir auch ohne Pferd. Du hast so viel erreicht. Und wenn alles so bleibt, wie es ist, wird es den Schlachthof bald nicht mehr geben. Du hast das Richtige getan. Es ging gar nicht anders. Du musst mit deinem Schwiegervater reden. Du kennst ihn nicht. Du weißt nicht, wozu er fähig ist. Lino. Du darfst jetzt nicht aufgeben.
Morgen ist Stellas Taufe. Der kleinen Stella zu begehen. Im Namen der Kirche erhältst du in der Lasst uns beten, dass er diesem Kind aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben schenkt. Eltern und Vater, wir bieten das Zeichen des Erlösers auf deine Stirn zeichnen. Er möge in Liebe auf dieses Kind schauen. Auf deine Eltern, Vater, auf unsere Gemeinde und auf die Kirchen in aller Welt. Wir loben und preisen dich, du allmächtiger, ewiger Gott. Mit unsichtbarer Macht wirkst du das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen wie das Wasser für die heilige Taufe Stellas. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben ihn in ein künstliches Koma versetzen müssen. Es hat sich ein Blutgerinnsel gebildet, das auf sein Gehirn drückt. Und wenn die Schwellung nicht nachlässt, müssen wir operieren. Es tut mir leid. Du hast versprochen, dass nichts passiert. Ich verstehe das nicht. Was ist an dem Video so wichtig? Wie haben Sie ihn gefunden? Ich habe keinem was gesagt. Ja, aber wer außer uns kann denn noch seinen Namen? Haben Sie Bottas Namen weitergegeben? Ich wollte das nicht. Wirklich. Aber er hat mich unter Druck gesetzt. Rivera? Der Vizequestore. Er hat gesagt, dass ich meinen Job verliere, wenn ich den Namen nicht sage. Es tut mir leid, Kommissario. Ich wollte Sie nicht enttäuschen. Sequestura. Kommissar, wollen Sie Patti zur Rede stellen? Petra, ich brauche dringend Ihre Hilfe.
sofort sprechen, Kommissar. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht weiß, wo Sie sind, aber ich denke, wenn Sie nicht bald in die Questura kommen, dann könnte das ernsthafte Konsequenzen haben. Was hat die Ordnung gegeben? Botas Handy hat sich zuletzt in eine Funkzelle in Canareggio eingeloggt, aber dann ist das Signal abgebrochen. Das ist doch sinnlos. Das Handy kann überall sein. Papettis Wohnung liegt in Canareggio. Ja. Wenn Sie das Smartphone zerstört hätten, hätten Sie es in der Wohnung gemacht, wie mit den Computern. Sie haben es Ihnen gemacht. Das können wir nicht beweisen. Das brauchen wir auch nicht. Ich gebe Ihnen eine Chance, die Sache wieder gut zu machen. Danke. Ciao. Zu uns verhungern lassen oder was sagen lassen. Warte, das möchte Stella sicher auch hören. Ich hole sie kurz her. Kommissario, wollen Sie sich's nicht noch mal überlegen? Komm, Liebes, komm. Signor ja. Papetti. Das geht im Moment leider nicht. Bringen Sie uns zu Papetti. Ja, aber wir haben eine Familie. Ja. Das ist vollkommen unmöglich. Sie können da doch nicht. Doch, das können wir. Und darum freue ich mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Auf Stella und meine wunderbare Frau Mariella. Saluta. Salute. 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 Papetti, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Andrea Nava ermordet zu haben. Darf man erfahren, auf wessen Anordnung Sie handeln? Auf keine. Dann würde ich gerne den Haftbefehl sehen. Ich bin befugt, verdächtige Personen auch ohne Haftbefehl festzunehmen. Wenn Fluchtgefahr besteht. Glauben Sie im Ernst, dass Sie damit durchkommen? Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Entschuldigen Sie sich bei meinem Schwiegersohn. Nehmen Sie Ihre Leute und verschwinden Sie. Keiner von uns wird ein Wort darüber verlieren, was hier gerade passiert ist. Glauben Sie wirklich, Sie stehen über dem Gesetz? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich? Kein Schimmer. Buccetti! Buccetti! Verrückt geworden? Erst lassen Sie sich verleugnen und jetzt verhaften Sie auch noch Riveras Schwiegersohn ohne Haftbefehl. Papetti und seine Familie haben Immobilien im Ausland. Wir müssen davon ausgehen, dass sich seine Verhaftung entzieht. Außerdem können wir ja nicht wissen und sind nicht sicher, ob er schon vorher von seinem Haftbefehl erfährt. Es reicht. Ich habe Sie gewarnt. Dieses Mal werde ich Sie nicht in Schutz nehmen. Im Gegenteil, Sie werden das ganz alleine verantworten, weil Sie endlich mal lernen müssen, dass Ihre ständigen Extratouren Konsequenzen haben. Mir reicht das schon lange. Von dem Moment an, als Sie Francesco Botta an Rivera verraten haben. Verraten?
Der Junge hat eine Straftat begangen. Der Junge liegt halt totgeschlagen im Krankenhaus. Keiner weiß, ob er überlebt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ach nein? Wir haben Bottas Smartphone im Arbeitszimmer von Papetti gefunden. Sie waren in seinem Arbeitszimmer? Und das ist wirklich das Handy des Jungen? Ich wollte Maurizio einen Gefallen tun. Er hatte mir gesagt, dass er die Sache lieber selbst zur Anzeige bringen will, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass die Polizei sich um so etwas wenig kümmert. Aber dass er ihn zusammenschlagen lässt, damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich nicht gewollt, das müssen Sie mir glauben, Kommissario. Botta hat mit seinem Handy im Schlachthof ein Video gemacht. Dabei muss er etwas gefilmt haben, was Papetti und Rivera unbedingt verhindern wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und was ist es? Haben Sie sich das Video noch nicht angeschaut? Nein, das Handy ist noch gesperrt. Wir müssen uns erst die PIN besorgen. Selbst wenn Sie die haben, sie ist wertlos. Sie haben sich das Handy widerrechtlich besorgt. Wer sagt denn, dass wir in seinem Haus waren? Ich meine, er wird sich hüten, uns zu erzählen, wie er an das Handy gekommen ist. Wie lange wollen Sie noch so tun, als wäre nichts geschehen? Wie lange wollen Sie sich von Rivera vorführen lassen? Wie geht's ihm denn? Ihr Freund ist ein zäher Bursche. Wir haben ihm blutverdünnende Mittel gegeben. Das Gerinnsel geht zurück. Kann ich zu ihm? Er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Könnte ich dann vielleicht bei ihm warten? Das ist wichtig. Na ja, dann kommen Sie mal mit. Lino Papetti steht unter Schock. Er hatte noch nie etwas mit der Polizei zu tun. Er muss unverzüglich dem Haftrichter vorgeführt werden. Wir haben den ersten Termin morgen früh. Das reicht nicht. Es tut mir leid. Ich habe darauf keinen Einfluss, wirklich. Wenn ich etwas daran ändern könnte, ich wäre der Erste, der etwas unternimmt. Wie ist es überhaupt möglich, dass er ohne gültigen Haftbefehl festgenommen wurde? Können Sie sich vorstellen, wie das für seine Familie gewesen ist? Für seine Frau? Man hat ihn wie einen Verbrecher abgeführt, vor den Augen seiner Freunde. Ja, ich gebe zu. Der Zeitpunkt war unglücklich gewählt. Du hast davon gewusst? Die Entscheidung musste kurzfristig getroffen werden. Du verfügst ja über verschiedene Immobilien im Ausland und das Risiko, dass du das Land verlässt. Das ist doch absurd. Er ist ein treusorgender Ehemann, Vater zweier Kinder. Und Geschäftsführer einer der größten Schlachtereien Italiens. Er würde niemals das Land verlassen. Schon gar nicht wegen solcher haltlosen Beschuldigungen. Was Sie hier betreiben, ist Rechtsbeugung. Ich denke, der Grund für all das hier ist ein ganz anderer. Es geht nicht um Lino oder was er getan hat. Das alles hier soll mich treffen. Ist das nicht so? Wir sind alte Freunde, Giuseppe. Wir kennen uns länger, als manch einer hier im Raum am Leben ist. Ich habe immer versucht, Privates und Geschäftliches zu trennen. Bei deiner Auszeichnung ist mir das nicht gelungen. Du hast mich gebeten, die Veranstaltung auszurichten. Ich hielt das für unangemessen. Aber du hast darauf bestanden. Jetzt höre ich aber, dass der Gazzettino meine Auffassung teilt. Ich habe kein Interesse daran, die Sache zu vertiefen.
Aber wenn du meinen Schwiegersohn verfolgst, um mich mundtot zu machen, dann täuschst du dich. Du zwingst mich damit nur, auf unsere Freundschaft keine Rücksicht mehr zu nehmen und die Angelegenheit klarzustellen. Auch ich bin schließlich der Wahrheit verpflichtet. Willst du mir drohen? Nur zu. Wir werden ja sehen, wer am Ende das Nachsehen hat. Für alles Weitere treffen wir uns morgen beim Haftrichter. Gut gemacht, Vizequästore. Warten wir es ab. Wenn auf dem Video nichts drauf ist, werden wir geschlossen nach Sizilien versetzt. Die Wände gestrichen. Du bist im Krankenhaus, ja? Ich weiß. Idiot. Kannst du dich noch erinnern, was passiert ist? Mein Vater versucht, den zu finden, der das gemacht hat. Aber dazu braucht er das Video auf deinem Handy. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber du musst ihm die PIN von deinem Handy geben. Sonst schafft er das nicht. Francesco. Schrecklich. Warum sollte Babette ihn aber deswegen umgebracht haben? Die Quälereien sind Fall fürs Veterinäramt, sonst nichts. Es muss doch einen Grund geben, warum die das Handy unbedingt haben wollten. Ich muss was übersehen haben. Nochmal von vorn. Brunetti, nochmal? Och, ich kann das nicht mehr sehen. Mir ist schon ganz schlecht. Tut mir leid. Na, stopp. Ich glaube, ich weiß, was wir übersehen haben. Ein Stück zurück. Stopp. Was sehen Sie? Geschlachtete Ränder. Denn was noch? Sie meinen die Markierungen. Damit werden die Tiere gekennzeichnet, die... aussortiert werden. Francesco Botta hat gar nicht gewusst, was er gefilmt hat. Im Schlachthof werden kranke Tiere verarbeitet. Und Nava ist dahinter gekommen. Igitt. Lino Papetti, geboren am 14. Mai 1972, wohnhaft San Marco 343, 30124, Venedig. Die Staatsanwaltschaft in Venedig beantragt den Erlasser des Haftbefehls gegen Sie. Ich bin der Richter, der darüber entscheidet. Signor Papetti ist vor 24 Stunden wegen des Mordverdachts an Andrea Nava vorläufig festgenommen worden. Bisher habe ich noch keine Unterlagen vorliegen. Andrea Nava hat sich als Tierarzt im Schlachthof anstellen lassen. Seine Aufgabe war es, kranke Tiere auszusortieren. Unter seiner Aufsicht hat sich der Ausschuss vervielfacht und der Gewinn entscheidend verringert. Deshalb soll der Beschuldigte ihn umgebracht haben. Nein, Moment. Die von Nava markierten Tiere müssen zurück in den Mastbetrieb. Signor Papetti aber hat das ignoriert, hat diese Tiere schlachten lassen. Andrea Nava ist dahinter gekommen. Wir gehen davon aus, dass er Papetti zur Rede gestellt hat. Das belegen seine Telefonverbindungen. Papetti hat Angst bekommen.
Er wollte Nava überreden zu schweigen. Es kam zu einem Streit, infolgedessen Papetti Nava getötet hat. Das Vorgehen der Polizei ist beispiellos. Ein Mandant wurde ohne Haftbefehl vor den Augen seiner Familie verhaftet. Und das sollen die Beweise sein? Selbst wenn es im Schlachthof zu solchen Unregelmäßigkeiten gekommen ist, heißt das noch lange nicht, dass Signor Papetti davon wusste. Jeder Schlachter kann das selbst organisiert haben. Und welches Interesse sollte ein Schlachter daran gehabt haben, den Umsatz der Firma zu erhöhen? Soweit mir bekannt ist, sind die Löhne im Schlachtgewerbe eher bescheiden. Eine Umsatzbeteiligung ist sicher nicht dabei. Ich missbillige ausdrücklich das Vorgehen der Polizei. Gefahr im Verzug ist im Strafgesetz klar geregelt und darf nicht dazu verwendet werden, Fakten zu schaffen. Aber nach allem, was mir hier vorliegt, muss ich davon ausgehen, dass die Geschäftsführung des Schlachthofs von den Machenschaften wusste. Ich muss des Weiteren davon ausgehen, dass Signor Papetti, nachdem er erfahren hat, dass Signor Nava hinter die Sache gekommen war, unter enormem Druck stand. Es besteht also durchaus der berechtigte Verdacht, dass er sich zu einer Tötung mit Verdeckungsabsicht einer anderen Straftat hat hinreißen lassen. Das geht so nicht. Doch, das geht. Setzen Sie sich bitte wieder. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten des Beschuldigten erlasse ich antragsgemäß Haftbefehl. Und ordne seine Vollstreckung an. Sind zu ihm in die Wohnung, um mit ihm zu reden. Aber mit Nava war nicht zu reden. Es kam zum Streit, der eskalierte. Sie tauchen mitten in der Nacht hier auf, um mir einen solchen Mist zu erzählen. Sollten sich schämen. Und ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, nicht für alles Geld der Welt, wenn ich das nur gewusst hätte. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen. Lassen Sie mich in Ruhe. Und dann ist einfach passiert. Sie haben ein Messer genommen, zugestochen. Sie konnten nicht zulassen, dass sie alles zerstört, was sie hart erarbeitet haben. Sie mussten es tun. Das reicht jetzt. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Signor Papetti zu dieser Sache keine Aussage machen wird. Wir machen ab davor. Weil solange sein Anwalt da ist, wird er nichts sagen. Das macht nichts. Er hat Motiv, hat kein Alibi, war in der Wohnung. Für den Indizienprozess reicht das. Ich wollte gerade zu Ihnen. Bei Ihnen oben wartet jemand und es ist dringend. Ich möchte eine Aussage machen. Signora Borelli, das sollten Sie nicht tun.
Ich war am 21. August bei Andrea Nava in der Wohnung. Er hat mich angerufen. Ich wollte ihn davon abhalten, zur Polizei zu gehen. Aber er hat nicht mit sich reden lassen. Also habe ich ein Messer genommen und ihn von hinten erstochen. Sie wissen, dass Sie dafür ins Gefängnis gehen. Mindestens 5 Jahre. Wahrscheinlich noch mehr. Was machen Sie dann, wenn Sie wieder rauskommen? Wir sollten keine Verantwortung für etwas übernehmen, das wir nicht getan haben. Lettre, schicken Sie bitte Vianello hoch mit dem Aufnahmegerät. Danke. Wieso sind Sie so? Wie, was meinen Sie? So selbstgerecht. Sie wissen nicht, wer ich bin, kennen mich nicht. Und trotzdem bilden Sie sich ein Urteil. Über mich und über Signore Papetti. Wissen Sie, als er den Betrieb übernommen hat, kam die Hälfte der Mitarbeiter aus Kalabrien und Sizilien. Es gab keine festen Arbeitsverträge. Der Lohn war miserabel. Es herrschten unhaltbare Zustände, nicht nur für die Tiere. Er versucht, das alles zu ändern. Aber das macht man nicht über Nacht. Es braucht Zeit. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Ihnen jetzt alles übrig bleibt, als kranke Tiere zu schlachten? Denken Sie, das war seine Idee? Das war schon immer so auf all den Schlachthöfen von Rivera. Sie schauen auf uns herab. Warum nicht auf die, die jeden Tag ihr billiges Fleisch wollen? Ja. Ändern sollen sich immer nur die anderen. Mordfall Andrea Nava. Anwesend sind Kommissar Brunetti und Sergeante Vianello. Bitte sagen Sie Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse. Giulia Borelli, 22.03.1986. Calamandola, 3707-30124 Venedig. Glauben Sie, Borelli hat eine Affäre mit ihm? Wahrscheinlich. Vielleicht weiß ich ja wirklich. Dann hat sie jetzt genügend Zeit, darüber nachzudenken. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Irgendwann kommt alles raus. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Geht doch zu unserer Arbeit, komm! Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Können wir nicht die Schacht aufschließen? Unsere Familie, wie sollen wir sie ernähren? Das ist doch unser Leben. Du musst schön warten, ich komme gleich wieder, ja? Sitz, sitz. Chiara! Gute Neuigkeiten. In 2 oder 3 Tagen kann ich nach Hause. Ich habe auch Neuigkeiten. Der Schlachthof wurde dicht gemacht. Und gegen alle anderen Schlachtereien von der Rivera wurden Ermittlungen eingeleitet. Wirklich? Das ist ja super. Nächste Woche ist ein Polizeifest. Fragst du mich jetzt nicht gerade, ob ich mitkommen will, oder? Nee, Pat hat gefragt, ob du kommst. Kaufmann, sich sagt, komm. Warum hat er gefragt? Ja, ich nehme an, wollte wissen, ob du zu Hause bleibst. Ach, na, dann sollte ich vielleicht erst recht kommen. Ach, du kannst machen, was du willst. Ich bitte dich. Ja. Weißt du eigentlich, dass es manchmal ganz schön anstrengend ist, die Tochter von Polizisten zu sein? Wieso? Die denken immer alle, ich bin Spitzel. Ja,
Ja, sag mal, das ist doch eine prima Idee, hä?